Hola amigos, ich bin in La Zinia unterwegs und es ist Samstag früh, ich bin auf dem Weg zum Wochenmarkt. Hier ist samstags immer so ein Markt, ist relativ häufig in Spanien und wer meine Videos verfolgt, weiß, dass ich schon auf ein paar Märkten war, primär auf Mallorca und diese Märkte waren meistens so Rummelbums-Märkte mit so voll viel Fake-Stuff und dem ganzen Scheiß, den man da so kaufen kann und jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie dieser Markt hier in La Zinia ist. Ich befürchte, dass es wieder sehr ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Da sind meistens einfach immer die gleichen Rummelbumsstände, einer nach dem anderen. Zwischendrin gibt es immer ein paar geile Fressläden. Ich muss mal kurz an der Straße runter hier. Zwischendrin gibt es meistens ein paar geile Fressläden, aber dann voll oft diese gleichen Stände, die auch immer diesen Fake-Stuff verkaufen. Und vielleicht kennt der eine oder andere noch mein Video von Mallorca, wo ich diesen Fake-Stuff gekauft habe. Und ja, mal gucken, was uns auf diesem Markt jetzt erwartet. Ein bisschen Bargeld habe ich auch dabei. Ich bin sehr gespannt. Und hier wird jetzt schon ein bisschen voller. Man merkt schon, die Leute haben hier drüben quasi alles vollgeparkt. Stehen immer sehr viele Autos. Man merkt immer, dass hier Markt ist. Die Leute alles vollparken, weil die alle mit dem Auto hierher kommen. Ja, und jetzt latsche ich da mal rüber. Ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt. Mein Ziel für den Markt ist auf jeden Fall, ein paar gute Fressläden zu finden. Ich habe gehört, da gibt es eine sehr gute Bäckerei. Da werde ich auf jeden Fall mal reinschauen und dann gucken wir mal, was uns da erwartet. Was machen die denn da Schönes? Sind das Churros? Ja, ich glaube, die macht Churros da. Sieht auf jeden Fall schon sehr interessant aus. Gehen wir mal weiter. Oh ja, da werden Churros verkauft. Jawohl, hier ist der Markteingang. Dann gucken wir doch mal. Hier ist direkt der Bäckerstand. Oh, das sieht aber gut aus. Guck mal, das kleine Mädchen bedient hier schon richtig gut. Boah, gucken wir mal, hier so geile Baguettes. Da drüben sind auch so ein paar geile Küchlein, da müssen wir auch mal reingucken. Sieht auf jeden Fall schon sehr gut aus. Ich glaube, da würde ich gleich nochmal vorbeikommen. Jetzt direkt am ersten Stand anhalten. Wobei, ich muss mal... Oh Gott, was ist das denn? Chocolate, Blanco, Caramelo, Kinder Bueno, Carrot Muffin, New Hamburg. Hola, esta es un croissant con Frankfurt, das salsicha? Sí, con Frankfurt. Y este con pollo. Muy bien. Frankfurt y ketchup. Sí, ¿cuánto cuesta? 1,80 la pieza. ¿Cómo? 1,80 €. Sí, ok, tomo uno. Por favor. Buenísimo. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Stell mich mal in die Mitte dazu, dann haben wir vielleicht auch ein schönes Thumbnail dafür. Gehen wir mal weiter. Muss ich mal gucken, dass ich gute Thumbnails finde. Jetzt haben wir auf jeden Fall hier einmal das einmal das Croissant mit Frankfurter. Boah, das ist geil. Alter, das ist geil. What the fuck? Da ist irgendwie Ketchup mit drin, aber irgendwie schmeckt es speziell. Kann es gar nicht genau beschreiben, aber kommt gut. Nice. Richtig gut. Ich habe vor allen Dingen noch nicht gefrühstückt, weil ich direkt auf den Markt hier wollte. Weil ich eh schon zu lange gepennt hatte und spät dran war. Hier drüben ist noch eine Bäckerei. Hier sind ziemlich viele Läden. Aber ansonsten voll viele von diesen Taschenständen. Auch hier Bikinis und so was. Was soll denn das? Drüben ein Gemüseladen. Aber ich bin auf der Suche nach den speziellen Sachen, Freunde. Ihr wisst, irgendwelche, keine Ahnung, irgendein Schnickschnack, geiles Essen, komische Fake-Sachen. Alter, geil, da drüben ist so ein Eiscreme-Truck. Hola! Du? Hola! Es todo bueno, todo Spanish, very good. Nice. Aquí en La Zinia. Sí. La Zinia, mi amigo el choricero, el jamonero, es very good. Very good, okay.
Check. Alquiló 7 euros. Alquiló 7 euros. Vai, sim. Dígame, señora. Ánimo, nena. Vamos, vamos. Hola. Hello. Hola, hola. Chego. Very good. Alquiló 7 euros. What do you have here? Ah, okay. No, no, es está bien. Tú tengo una recomendación. Ah, de jamón o lomo. Like spicy, spicy. It's a little spicy. A little spicy. It's a little spicy. Un poco picante. ¿Es salami o salsicha? Chorizo. Chorizo, ah. And this is very spicy. Sí, chorizo. Chorizo. Nice. Okay. Yeah, extra spicy. What is it? Pork fillet with pepper. What? This. What is it, pork? Pork fillet with pepper outside. Pork, oh, nice. Okay, probieren wir. Zum Probieren gekriegt. Das ist ein Schwein mit so einer Pfefferkruste. Very good. Oh, sehr gut. Was haben die? Keine Ahnung. Schweinefleisch irgendwie mit Pfeffer bekommen. Auf jeden Fall sehr lecker. Hauptsache. Musst du viel einkaufen. Viel einkaufen, ja. Kommt ihr aus Deutschland? Österreich. Aus Österreich? Ja, man hört es ein bisschen. Nein, in der Nähe, also an der Grenze zu Bayern, zu Simbach. Ah, und macht ihr Urlaub hier? Oder? Ja, eine Woche. Eine Woche. Und habt ihr schon was gekauft hier? Ja, so schaut es, mein. Habt ihr eine Empfehlung, was ich kaufen soll? This is very good. Spicy. Keine Sorge. Okay. Okay, jetzt ist es. Grande Familie. Viel Spaß euch noch. Ciao. Oh, guck mal, hier gibt es Grillhähnchen. Ui, Memo, guck mal, da Hähnchen hier. Oh, da brutzeln die ordentlich. Da brutzeln die ordentlich. Pollo Asado, 8 Euro. 8 Euro für ein Grillhähnchen? Ich weiß nicht, ob das ist das ein guter Preis. Er scheint mir teuer, aber ich habe keine Ahnung vom aktuellen Hähnchenkurs, wenn ich ehrlich bin. Aber es sieht sehr gut aus, was hier da brutzelt. So, haben wir. Ah, guck mal, hier kann man sogar mit Karte zahlen. Hier ist wieder, guck mal, so ein Plunderladen schon wieder. Da stehen die ganzen Omas und kaufen sich diese komischen Oma-Kleider. So gepunktete XXL-Kleider. Dann haben die da noch so eine italienische Flagge auf die Preisschilder gemacht, damit die Leute denken, das wäre irgendwie was Spezielles. Guck mal, Hut. Ach, guck mal, Hut, Hüte. War so ein geilen Hut. Da sehe ich mich ja, so ein Urlaubshut. Soll ich mir einen Urlaubshut kaufen, Freunde? Hola, señor. Hola. Necesito un sombrero. Un nice sombrero. Mira, aquí tiene. What hat is good for me? Mira. What would you recommend for my face? Mira ese. Oh, cowboy. Claro, cowboy. Cowboy look. Claro. Okay, let me try the cowboy. Ese. Mira ahí. Oh, I see it here. Anda, I see mira, it here, vale. Sí. Howdy. No, it's not my taste. I need a better head. Dame. Vagina, amor, curen. Probieren wir den mal. Nee, der ist zu groß, der ist zu groß. Every head is 6 euro? 6 euro. Sí, okay. I need to check the mirror, yes? Sí. I don't steal. Muss mal in den Spiegel gucken, ja? Was sagt ihr zu dem Hut, amigos? Sieht gut aus, oder? Soll ich den Hut kaufen? Ich würde jetzt... Oh Gott. Ich finde es immer schwer zu entscheiden. Ich finde tatsächlich, dass der Hut ganz gut aussieht, oder? Ich glaube, der steht mir. Komm, den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit, amigos.
I take this hat. Yes. A bag? Oh, like so. Bag? Oh. Hmm? Bolsa? Yeah, cut it off. I will wear it directly. I will put it on my head right now. Is it soon? Today. Thank you. Can you hold it a second so I can take my money yeah. out? Thank you. Making YouTube. That's Julo, eh? Huh? That's Julo, eh? Good. Okay, six euros. Six yes? euros, yes. Alright. Okay. Thank you, sir. Senor. Muchas gracias. Okay, amigos, ich habe einen neuen Hut. Aber auf jeden Fall hier, guck mal, ist auch stilvoll, oder? Sehe ich richtig aus hier. Was ist das so? Panama-Hut nennt man das, oder? Hasta luego. Nennt man Panama-Hut, glaube ich. Aber der steht mir, oder? Schreibt mal jetzt in die Kommentare, wie mir dieser Hut steht auf jeden Fall. Jetzt haben wir auch immer hier die kleinen Stände. Verkaufen die immer. Hugo Boss. Yeah. Hugo Boss. Hugo Boss. Can you claim? What is this? It's the pop-up store. Pop-up store. How, good price. Good price. How much? 1 12, 2 for 20. 12? No, 2 for 20. 2 for 20? Oh, yeah. Oh, but it's fake. 10 years guarantee. 10 years? Yes. Yeah, of course. Sí, claro. I have 2X. I have 3X. For you, 2X. Swap? No, I'm not. Oh. Look. Oh, look. Understand? 2X. You open? 2X? Yeah. 2XL. You say that I'm fat. No, it's good. It's good for you. Yes, same, I know. Same for truth. No, it's okay. No? But no, okay. I'm not interested. Thank you, my friend. Bye bye. Ja, Pop-up Stores. Da kommen die auf jeden Fall immer mit ihren. Warte, ich zeige euch das mal. Die haben ja immer ihre Säcke dabei und dann packen die halt mitten auf dem Markt, packen die ihre T-Shirts aus, hier Trikots und sowas. Da wollte ich mir gerade die Fake-T-Shirts andrehen. Ja, da Fake-T-Shirts, eins für 12 oder zwei für 20. Ich kaufe doch keine zwei Fake-T-Shirts für 20 Euro. Komisch, und Hugo Boss und North Face und sowas. Das brauche ich nicht, denn heute trage ich mein schickes Hemd und meinen Panama-Hut. Da passt das natürlich nicht so gut. Und ich bin immer noch auf der Suche nach einem frisch gepressten Orangensaft. Guck mal, hier drüben sind Oliven und so. So ein Feinkostladen. Sollen wir da mal reingucken? Alter, da kommt der nächste Hutladen. Aber 6 Euro war ein guter Preis für den Hut, glaube ich. So, gucken wir mal hier rein. Ui, guck mal hier. Oh, Alter, geil. Der macht dann auch so ein bisschen von dieser Soße mit rein, von diesem Essig oder dieser Lake, ich weiß nicht, wie man das nennt. Aber hier ist so ein richtig fetter Becher Oliven. Kann man sich mal gönnen, oder? Kann man sich mal gönnen. Was haben die denn noch so? Hallo. Hi. Hast du Telefon? Telefon, sí. Hello, hello, salam alaikum. Yeah, I'm good. No, it's a camera. I make a YouTube video. YouTube video? Yeah, YouTube. You want to say hello? Hey, what do you offer? Yes. English? English, Espanol, Aleman. Morocco. Marokko? Afrikano. Afrikano. Spanjol. Aslema, Aslema. Arabia, Colombia. Si, Tunisia. Ah, Tunisia. Si. Allah, Allah, ya baba. Salam alaykum, ya baba. Gratis. Si, dinero para mí? Oh, para mí. Para ti dinero? Para mí bailar. Si. Se la vida. Okay. Have a nice day, my friends. Bye, bye. Ja, ich mache mir hier auf jeden Fall neue Freunde auf dem Markt, wie man sieht. Ein bisschen singen, der Typ macht Bauchtanz. Easy. Tanz. Ja, so, gucken wir mal weiter. Witzige Leute. Oh, ein Nougatladen. Guck mal, da gibt's einen Nougatladen.
Ja, ist auch so witzig. Jetzt so heute macht es hier richtig Spaß, ein bisschen rumzulaufen. Ich habe überlegt, wie ich meine Videos auch verbessern kann. So die letzten Male, ich find es schwer, Vlogs zu machen, bin ich ehrlich mit euch. Weil wenn man Vlogs macht, man muss diese Hemmung ablegen. Man muss diese Hemmung ablegen, dass Leute um einen rum sind und man redet trotzdem und sowas. Das ist so eine Hemmschwelle, die muss weg. Aber wenn man dann auch mit den Leuten interagiert und so, dann kommt echt cooler Content bei. Schreibt mir auf jeden Fall jetzt schon mal in die Kommentare, wie dir dieser Vlog gefällt. Mit Kommentaren unterstützt so meine Videos auf jeden Fall enorm, muss ich sagen. So für den Algorithmus. Rhythmus, Daumen nach oben, Kommentar, Abo da lassen, wenn du es noch nicht gemacht hast. Dies, das, Ananas. So, jetzt gucken wir hier mal. Gucken wir, was der hier noch hat. Alter, Magic Horse, was zur Hölle ist das? Der magische Gartenschlauch. Ferngläser habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen, dass die Leute hier überall Ferngläser haben. Guck mal, Super Mario Run. Das ist doch kein echtes Mario, oder? Guck mal, wie dieser Bowser aussieht. Das sieht irgendwie komisch aus. Guck mal, gefälschte JBL-Boxen, die heißen hier TSG. Aber die sehen genauso aus wie die JBL-Boxen, oder? Seht ihr das? Ich weiß nicht, was die Leute immer mit den Ferngläsern machen wollen. Dann gibt es hier Rasierer. Guck mal, die Rasierer sehen edel aus tatsächlich. Mit so einem schicken Bartgesicht drauf. Sehr nice. Was kaufen die hier? Ich gehe mal weiter. Guck mal die andere. Hello. I have no idea yet. I'm having a look at your nice... Looky, at your nice stuff. No problem for you. Oh, I saw this. This. Hier habe ich gesehen, die ganzen alten Leute spielen ja immer Bull. Und damit die sich nicht bücken müssen, haben die so eine, ja, das ist so magnetisch. Okay, die Kugeln sind jetzt fest, aber so eine Magnetteleskopstange haben die immer. Damit die sich nicht bücken müssen, die alten Leute, das ist auf jeden Fall sehr witzig. Haben wir eine Dartscheibe, Batterien, ja gut, ist jetzt nichts mit dabei. Was ist das? Ist das ein Telefon? What, is this a Telefon? No. Telefon? For old people. I thought it's telephone. For ducha. For mother. No telephone. So. Hello, salam alaikum. Si. Okay. Ja, ist jetzt auf jeden Fall nichts da. Aber guck mal, den habe ich auch irgendwo schon mal gesehen, diesen Hund. Bitte. Auf jeden Fall interessante Sachen. It's no JBL, it's TNG. See? Yeah, Bluetooth, USB, mini card, radio, todo, alle. Yeah, no, I got the same, but I got JBL. Ah. But it's a good fake. It's good, guarantee. I mean, I look working. How long guarantee? Yeah, look working, oh. No bass. Huh? No bass. Where's the bass? This? It is. Bigger. Not good. No bass. You know? I see. No, already a Tango JBL box, see? But gracias. Like this one is good, huh? No. This one by me is good. How much is it? 100. 100? No. Sorry. Sorry. How much? How much? No, I don't need How it. How much possible? I don't need it. How much possible? Yes. For what? For charge? No. Yeah. It was crazy. What's the problem today? It's not good sound. It's not a good sound. No, it's a good sound. Okay. Thank you. I wish you good business. Alter, ich weiß nicht, ob man es gerade auf der Kamera gesehen hat. Der war richtig sauer. Der hat so mit der Hand in mein Hemd gerade gegriffen und mich festgehalten. Ich weiß nicht, ob das eine gute Verkaufsmethode ist, aber ja. Naja, was sollen wir dazu sagen? Erstmal überhaupt nichts. Hat ihm nicht gefallen, dass ich die Qualität von seiner gefälschten Billigbox nicht gut fand. Ja gut, dann gucken wir mal weiter. Hier ist schon wieder der nächste. Alter, die ist mit ihrem Rollermobil im Weg. Hier ist schon wieder der nächste Laden mit Gürteln. Und schon wieder so ein Pop-Up-Laden mitten auf dem Boden, der gefälschte Air Max hat. Aber da ist auch besteht kein Interesse von meiner Seite. Gucken wir mal weiter. Die sind auf jeden Fall, also diese Arab-Händler hier sind auf jeden Fall sehr aggressiv, habe ich festgestellt. Die eben waren sehr nett. Die anderen, der gerade war tatsächlich sehr aggressiv. Und eins haben die alle gemeinsam. Die haben alle immer so einen Zahnstocher im Mund. Die haben alle immer einen Zahnstocher im Mund. Gucken wir mal hier. Was haben wir hier denn? Transformer. Was ist das denn? Das Pokémon-Karten? Das sind keine echten Pokémon-Karten, oder? Probier's mal. Einer für 3 Euro, zweimal für 5 Euro.
Sind das echte Pokémon-Karten? Ich habe keine Ahnung davon. Schreibt mir das mal in die Kommentare, bitte. Ob das echte Pokémon-Karten sind. Ich glaube aber nicht. Trading Card Game. Schreibt mal rein. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Auch hier, guck mal hier. Alter, hier sind voll viele von diesen Packs für 2 Euro. What the fuck? Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Gibt es einen Markt für gefälschte Pokémon-Karten? Guck mal, auch hier die Boxen. Guck mal hier, die Boxen. Lohnt es sich, die zu kaufen? Ich habe keine Ahnung. 5 Euro für so eine Box. Muss ich gleich mal überlegen. Vielleicht kaufe ich mir eine. Oh, da drüben haben wir Cappies. Oh, da würde ich auf jeden Fall mal gucken gehen. Gucken wir mal die Cappies durch. Mercedes-Benz Cappy, kein Interesse. Nike Cappy, die sind wahrscheinlich auch alle gefälscht, oder? Die sind vermutlich alle gefälscht. Oh ja, guck mal da. Soll ich mir so eine Louis Vuitton Cappy kaufen, Freunde? Garantiert keine Fälschung, mein Freund. Und was ist das, Alter? Hier, guck mal, die Cock-Cappy, die habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen. Ja, Cock heißt Hahn, natürlich, aber bedeutet auch was anderes. Guck mal, Gucci-Cappy. Ja gut, Alter, ist alles fake, auch billig. Guck mal, dieses Boss-Logo ist auch irgendwie krumm und schief. Gehe ich dann doch lieber, wenn ich eine Cappy will, in die Mall rein und kaufe mir was Echtes davon. Außerdem habe ich ja jetzt schon meinen Panama-Hut. Boah, Alter, Räucherstäbchen, das stinkt über den halben Markt schon, sag's euch. Oh, Orangensaft, oder ist das ein Slushy? Sollen wir uns mal so einen O-Saft hier kaufen? Ich muss mal gucken, ob ich noch Kleingeld habe, weil ich muss sonst immer mein Portemonnaie rauskramen. Das ist sehr nervig. Ich glaube aber, ich habe noch 2 Euro in der Tasche. Ja, perfekt. Dann nehmen wir doch mal Granizado. Das ist ein Slushy, oder? Ist das normaler O-Saft? Das ist ein Slushy, glaube ich. Ich schwöre euch, das ist ein Slushy. Ich schwöre mir jetzt ein Granizado de Naranja. Ah, guck mal, man kann aber auch einen frisch gepressten O-Saft holen. Meint ihr, die machen aus dem frisch gepressten O-Saft auch den Slushy? Oh, nee, ich hol mir keinen Slushy, ich hol mir einen frisch gepressten O-Saft. Also die Orangen hier sollen geil sein. Gucken wir jetzt mal. Pequeño, Grande. Ich nehme einen kleinen zum Probieren. Einen kleinen O-Saft zum Probieren. Hola, un zumo de naranja? Pequeño. This is natural, no cool. Hm? No cool, it's natural. Natura, sí. Natural. I heard the oranges here are really sweet. Is it muy dulce? Las naranjas aquí están muy dulces, sí? Sí. Oh, vale. Gracias. Nice. Natura. Okay. Thank you. Can you film where I'm trying? Yeah. Okay. Yes, arabana for me. Muy bien, muy bien. Sehr gut, Orange. Yeah. Thank you, muchas gracias. Hasta luego. Ja, auf jeden Fall tatsächlich ein sehr guter Orangensaft. Ist der jetzt süßer als andere oder ist das nur ein Gerücht, das sich hartnäckig hält? Ich weiß nicht, aber ein frisch gepresster O-Saft schmeckt halt immer gut. Was soll ich sagen? Ob der jetzt wirklich speziell ist, keine Ahnung, aber... Lecker. Lecker ist er. 1,20 Euro für einen kleinen Becher. Man hätte auch, glaube ich, ein großer... Wie groß war ein großer? Ein halber Liter, glaube ich. 2,50 Euro. Kann man nicht meckern, ne? Weißt du, 200 Milliliter, 1,20 Euro. Wo kriegt man für den Preis einen frisch gepressten O-Saft? In Deutschland, sagt's mir mal. Wie ist der Kurs? Was kostet ein frisch gepresster O-Saft in Deutschland? Guck mal, hier wiederholt sich auch als... Oh Gott, guckt euch die schrecklichen Kleider an. Guckt euch mal die schrecklichen Kleider an, die da hängen. Leckt mich am Arsch, warte, ich muss die Kamera drehen. Guckt euch das mal an. Ach du Scheiße.
Wer kauft denn diese Kleider? Ich wollte gerade sagen, hier wiederholt sich das Ganze wieder. Die haben eigentlich meistens das Gleiche. Hier ist ein, boah, eine Ukulele. Soll ich mal ein bisschen Ukulele spielen für die Prees? Wäre auf jeden Fall witzig. Aber hier ist alles, was halt auch in diesen 1-Euro-Shops zu kaufen gibt. Batterien, Cappies, halt natürlich wieder die Louis Vuitton-Cappies, BMW, Mercedes-Cappies. Da drüben sind wieder die gefakten JBL-Boxen. Man kennt sie. Super Mario, irgendwo finde ich wahrscheinlich auch die Pokémon-Karten. Uhren und das Ganze, es wiederholt sich einfach immer wieder. Ich verstehe das nicht. Also wirklich, very alle, good, alle yeah. 20, 30 Meter. Very good. Very good? Ja, danke, very nice. No problem, ne? Ja. Yeah. Very good, sagt er. Aber auch hier, Ferngläser. Das scheint ein Verkaufsschlager zu sein. Wieso kaufen die Leute hier so viele Ferngläser? Ich verstehe es nicht. Und auch da wieder ein Haltegriff für die Rentner. Da ist der Magic Horse wieder. Da ist er wieder, der Magic Horse. Das alles wiederholt sich, Freunde. Ich sage es euch. Anime-Shirts. Wo sind die Naruto-Fans? Schreibt mal in die Kommentare. Da drüben auch Verkaufsschlager bei den Kids auf jeden Fall. TikTok und Fortnite-Shirts. Man kennt sie auf jeden Fall. Ja. Ein Thrasher-Shirt für die Kleinen. Aber ihr wisst, Thrasher-Shirt nur, wenn du einen Kickflip ziehen kannst. What the fuck? Da gibt Gummi, der Bre. Was haben wir denn hier für einen Schal, Alter? Real Madrid-Schal. Der sieht aber auch irgendwie aus, als ob der schon in die Jahre gekommen bin. Ihr wisst, ich bin kein großer Fußballmensch. Sagt mir mal, ob der Schal aktuell ist oder ob das ein alter Schal ist. Und ich gebe euch auch einen guten Tipp. Kauft niemals Sonnenbrillen auf so einem Markt und auch niemals Fake-Sonnenbrillen, Ray-Ban oder was sonst so verkauft wird auf den Märkten, weil die haben keinen Sonnenschutz. Die sind einfach nur dunkel. Die dunkeln eure Augen ab. Dadurch werden die Pupillen größer. Es kommt noch mehr Licht ein, aber es ist kein Lichtschutz. Ihr macht euch die Augen damit kaputt. Glaubt mir, Freunde, wir haben mal in Ägypten ein paar Fake-Ray-Bans gekauft. Die sehen nice aus, aber ja, macht ihr euch die Augen mit kaputt. Oft ist auch das Plastik irgendwie scheiße und schmilzt euch auf die Nase. Und auch hier, guck mal, die guten Fjallraven-Ganken oder wie man das auch immer aussprechen mag, Rucksäcke, sind auch am Start. Daran erkennt man auf jeden Fall immer die Deutschen. Die Deutschen tragen immer überall, tragen sie diese komischen Fuchsrucksäcke. Ich kann denen nichts abgewinnen, ich finde, die sehen scheiße aus. Immer so komische Allmann-Ökos, die das tragen. Und für die Bres aus Deutschland auf jeden Fall direkt noch die Gucci-Rucksäcke und die Louis-Rucksäcke mit dabei, Alter. Was ist das da hinten? Guck mal, der Totenkopf. Was ist das? Roberto Cassini, oder? Guck mal. Alter, ja, Robert. Geil. Nice. So, jetzt habe ich ja zum Testen gekriegt. What is it? Natural. Olivien. Olivien? Okay. Eine Olive, okay. Probieren. Okay, probieren wir mal. Eine Olive zum Testen gekriegt. Prueba la de ajo, Mari, que no has probado la de ajo. Toma, mientras que te pesa, por favor. Claro que sí, toma, Mari, gracias. Muerde la patata y comete la de ajo. Dale una a tu marido, que lo veo que se queda más delgado. Toma. Das ist gut, aber verleitet mich nicht zum Kaufen, denn ich bin kein großer Olivenfan. Und jetzt habe ich noch, jetzt habe ich die Hand voller Öl. Also mache ich denn jetzt mit der Ölhand, verdammt. Ich glaube, die schmiere ich jetzt an irgendeinem Touristen einfach am Rücken ab. Ich gebe irgendjemandem jetzt die Hand. Oder an so einem Plunderkleid, was hier hängt. Ja, ich bin jetzt wieder zurückgelaufen und komme jetzt wieder zum Ende vom Markt quasi. Für mich war es das jetzt auch. Ich habe auf jeden Fall mein Ziel erreicht. Ich habe einen coolen Hut gekriegt und ich habe einen süßen Orangensaft getrunken, der eigentlich geschmeckt hat wie jeder andere Orangensaft. Auch egal. Dann hatte ich ein cooles Croissant mit einem Würstchen drin. Ein komischer Marokkaner hat mich am Hemd gepackt und gerüttelt, weil es seine Box nicht gut fand. Alles in allem also eine erfolgreiche Markttour. Mein Fazit ist aber, ja gut, der Anfang hier vom Markt, wo ich gerade bin. Hier gibt es ein paar coole Stände, Feinkost, Gemüse, dies und das. Der Rest, also ich sag mal 80% vom Markt, ist einfach der gleiche Mist. Sind irgendwelche Nordafrikaner, die so gefälschte Scheiße da verkaufen und der gleiche Plunder, der sich immer wieder wiederholt. Dafür lohnt es sich nicht. Also man kann eigentlich hier auf den Markt gehen, kann die ersten 20 Meter hoch und runter laufen, sich dann ein paar coole Sachen kaufen. Den Rest kann man sich sparen. Ach, hier ist nochmal die Hähnchenbude. Hätte ich eigentlich probieren sollen. Ich habe aber keinen Hunger mehr. Ja, an den Feinkostläden kann man auch immer probieren. Guck mal, hier ist auch noch ein Blumenstand. Da kann ich mal gucken, ob ich noch ein paar Blumen kaufe.
laufen soll. Aber ansonsten, ja, war jetzt eine lustige Tour, war bestimmt auch ein unterhaltsames Video, wollte ich sagen. Wenn dir das Video gefallen hat, schreib mir das sehr gerne in die Kommentare. Daumen nach oben oder auch Daumen nach unten, wenn du sagst, scheiß Video, gefällt mir nicht, Fixer. Kann ja auch sein. Und wenn du das noch nicht getan hast, lassen wir gerne ein kostenloses Abo hier auf YouTube da. Dann wirst du immer wieder benachrichtigt, wenn neue Videos von mir kommen. In dem Sinne, reingehauen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.